Minizit, dinizit, lizit. Jeden Dienstag, Ladies Night im Casino Schanwald. Sichern Sie sich bis zu 100 Franken bei unserem High-Low-Spiel. Genießen Sie Köstlichkeiten aus unserer Küche und feiern Sie mit Ihren Freundinnen bei einem Glas Prosecco. Wenn du mich vor dem Match gefragt hättest, hätte ich vielleicht gesagt, mal gegen Linz ist ein Punkt sicher nicht schlecht, obwohl wir immer auf Sieg spielen. Und jetzt ist klar, wir haben 3-0 geführt, also in der 60. Minute machen wir es 3-0. Entscheidende Situation könnten wir es 4-2 machen in einem Elfmeter und am Schluss musst du den Punkt mitnehmen, weil es kann auch nicht mehr laufen. Ist es Psyche gewesen, wo dazu geführt hat, weil er auch noch eine Rote hatten, Gegner? Und dadurch vielleicht auch jetzt überlegen gefühlt haben mit dem 3-0 im Vordergrund. Also die Rot spürst du gerne bei so Situationen. Sie haben die gleiche Taktik ab der 60. angewendet. Sie haben eine lange Bälle vorne gespielt. Sie sind gefährlich mit grossen Spielern vorne. Und dort, ob jetzt am mehr oder am weniger spürst du nicht. Wir haben unsere Konterchance dann gehabt. Und darum haben wir auch unsere Elfmeter dann bekommen. Und dort musst du halt den Sack dann zumachen. Und dann hast du vielleicht einen Dreier heute. Also eben, wenn man alles zusammen sieht, ist es eher eine Niederlage, oder? Ja, wenn du es so anschaust, sind es zwei verlorene Punkte, aber es ist überhaupt nicht irgendein Vorwurf gegen meine Jungs. Sie haben gekämpft bis zum Schluss und um es noch heben, weil mental ist es sehr schwierig, wenn du 3-0 vorne bist, nachher kommt der Gegner bis aufs 3-3 her, dann geht es schnell und du kassierst noch einmal eine, zwei. Darum muss ich ein Kompliment machen, für wie sie gekämpft haben, die Jungs. Und das gibt mir Mut für die nächsten Spiele. Auch die Generalprobe hat nicht ganz geklappt. Auch dort haben wir noch kurz am Schluss noch zwei Goale bekommen. Hast du schon etwas gelernt daraus? Jetzt heute auch wieder? Ja, dort, ja, genau. Du sprichst das richtig an. Die letzten zwei Testspiele haben wir am Schluss noch Goal kassiert. Heute haben wir sie nicht gerade am Schluss kassiert, aber wir haben sie kassiert, obwohl wir geführt haben. Und es ist ein Punkt, wo wir daran arbeiten müssen. Schauen wir positiv weiter. Was hast du gelernt? Was hast du heute Positives gesehen? Dass wir eine Mannschaft sind, die das Potenzial hat, um vorne mitzuspielen und gegen jeden gewinnen der Liga. Und wo würdest du Linz einstufen? Ist das ein schwieriger Gegner oder so einer, der einfach dazugehört? Nein, Linz ist ein sehr mühsamer Gegner. Und dass sie vorne gehören, haben sie letztes Jahr gesagt. Und ich habe das Gefühl, dass sie das Jahr machen würden. Nach dem Heimspiel noch ins Casino Schanwald. Minizit, Dinizit, Lizit.